Yippie! Ah! Oh. 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 Willst, was zur Hölle? Willst du mich verarschen? Bist du? Hör zu! Ich! Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Und zwar zu Deathloop. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Deathloop ist der Nachfolger von The Last of Us. Wir haben ja letzte Woche The Last of Us zu Ende gespielt. Kurze Info, Deathloop kommt jetzt jeden Montag und jeden Mittwoch. Jeden Montag und jeden Mittwoch kommt das. Zwei Folgen die Woche. Und schauen wir doch mal rein. Ich bin gespannt. Melde ich mein Battle.net-Konto an. Okay. Das Passwort wird sowieso überdeckt, also. Darf einfach nicht vergessen. Timberbone. Darf einfach nicht vergessen, dass ich das hier zensieren sollte, weil sonst könnt ihr einfach rein. Ah ne, hier. Konto erstellen, so. Das muss ich auch kurz zensieren. Ist richtig geschrieben? Yep. Ja, die Nutzungsbedingungen sind mir eigentlich recht egal. Oh, wie viele Nutzungsbedingungen waren das jetzt? Gee! Okay, es muss gerade laden. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn das zu Ende geladen hat, weil so ist es ein bisschen langweilig. Okay, keine Ahnung. Ah. Bildschirmleuchtkraft. Passt die maximale mögliche Leuchtkraft in Nits an. Versuche die höchstmögliche Helligkeit in Highlights einzustellen, ohne dabei zu viele Details zu verlieren. Wenn möglich, erkennt das Spiel die maximale Leuchtkraft deines Bildschirms und legt die an entsprechend fest. Ja, so war das, glaube ich. Papierweiß. Passt die Leuchtkraft von Elementen. Verkalibrierung. Ah, so sieht es eigentlich gut aus. Untertitel. Alle Dialoge. Untertitel Größe. Machen wir klein. Untertitel Farbe. Ah, komm, lassen wir weiß. Ist grau. Untertitel Transparenz ist eigentlich gut. Sprechername Untertitel anzeigen. Ja. Farbe des Sprechernamens Cold. Ah, und dann von den verschiedenen Gegnern. Okay. Automatisches Speichern. Deathloop speichert deinen Fortschritt automatisch. Wenn du eine Mission startest oder verlässt oder deine Ausrüstungsvariante änderst, beende das Spiel nicht und schalte das System nicht aus, wenn das Speichersymbol angezeigt wird. Bricht den Loop. Wir werden ein paar Mal streamen, wo wir sie spielen, also wo wir Colts jagen können. Ja. Als Colt spielen. Jetzt bin ich gespannt. Zum letzten Mal, warum erinnerst du dich nicht? Ich weiß es nicht. Gib mir eine Sekunde. Du versuchst es ja nicht mal. Lady, ich hab keine Ahnung. Scheiße, das ist nicht gut. Könntest du dich bitte beeilen? Autsch. Was war das? Das war echt.
Ein verrückter Albtraum. Ich sollte nicht so viel saufen. Okay. Wie bin ich hierher gekommen? Das ist eine gute Frage. Der längste Tag, egal wer ich bin, wo ich bin oder wo oder was in der Jahr. Okay, mit Schiff kannst du sprinten. Brich den. Den Loop brechen? Das ist doch wohl ein Witz. Nee, das ist da. Ich sehe es. Oh Mann. Das ist schon vielversprechend. Das wird lustig. Wer? Wer bist du? Wer bin ich? Mein Name. Mein Name? Scheiße. Fuck! Wie heiß ich, verdammt! Okay, mal hier. Du bist gerade aufgewacht und hast keine Ahnung, was hier los ist. Keine Angst. Pepper Frank ist für dich da. Hier ist der erste Song meines ersten Albums. Oh Junge, wie die Zeit verfliegt. Jetzt nicht mehr. Einen schönen ersten Tag. Hey Baby, hast du mich vergessen? Oh! Waffen! Drücke rechte Maustaste. Nee, linke Maustaste, um zu schießen. Halte die rechte gedrückt, um das Visier zu verwenden. Drücke Nachladen. R. Altmodische Schusswaffen haben eigentlich gelegentlich Ladehemmungen. Drücke in diesem Fall R, um diese zu beheben und weiterkämpfen zu können. Leichte Infanteriemaschinenpistole. Woher weiß ich das? Oh, okay. Sehr nice. Ah, so kann ich um Ecken schauen. Komm zurück, schieß auf mich. Okay, nice. Sehr nice, sehr nice. Hier liegt noch mehr. Brauche ich nicht. Munition. Wie lang? Oh, großartig, natürlich. Okay, kommt mir bekannt vor. Wohne ich etwa hier? Sei dein bestes Ich. Siegel. Siegel sind von der Kraft der temporalen Anomalie auf Black Reef erfüllte Gegenstände. Manche verstärken deine Fähigkeiten und Attribute, mit anderen wiederum kannst du deine Waffen verbessern. Siegel und Siegel von höherer Qualität besitzen stärkere Effekte. Du findest Siegel versteckt auf Black Reef. Oder bei Gegnern. Du kannst sie zwischen den Missionen ausrüsten. Hübsch. Merkwürdig. Okay. Das sind unsere Ziele. Plapper mal Frank Spicer. Verdammt genialer Musiker. Hitziges Temperament und eine fiese Rechte. Keine Tafel, keine Fähigkeiten, aber ein echtes Adlerauge am Abzug. Ganz schön unheimlich. Igor Serling. Selbsternannter Wissenschaftler. Eifriger Entdecker. Schwächling. Ätetafel. Macht ihn noch unsichtbarer als sowieso schon. Harriet Morse, Selbsthilfeautorin und spirituelle Mentorin. Seit dem Absturz stimmt mit ihr was nicht. Plant im Hangar irgendwas, verknüpft Leute mit der Nexus-Tafel. Charlie Montage, ziemliches Genie, ziemlicher Idiot, absoluter Nerd. Wegen der Teleporttafel ist er schwer zu erwischen. Sporowska. Das ist kleine Transportmagnatin. Hält den Pinsel fest in der Hand. Hat was alle brauchen. Hat die Verwüstungstafel. Die reinhaut wie eine Dampfwalze. Dr. Weenie Evans. Brillante Wissenschaftlerin. Macht nie eine Pause. Überheblich. Hab sie nie mit einer Tafel gesehen. Juliana Blake, Bücherwurm, ziemlich trinkfest, eisernes Rückgrat, 1000 Gesichter dank der Maskeradetafel. Alexis Dorsey, reiches Arschloch,
Sein Anwesen auf dem Hügel ist eine Festung, schmeißt ihre Partys, nennt seine Tafel Carnassi. Angeblich lässt sie ihn mit seinem Fleisch spielen. What? Plappermaul Frank, hab ich gelesen? Gelesen, das sind alle, glaube ich. Okay. Schauen wir mal weiter. Was ist das hier? Hack Magic. Black Reef. Wohl gerade Nebensaison. Ja, das ist von mir, glaube ich. Hack Magic. Hacke dich mit dem Hack Magic in elektronische Geräte, um sie für dich zu nutzen. Visiere ein Gerät an und halte Mausrad gedrückt, um es zu hacken. Die Lichter auf dem Hack Magic zeigen deinen Fortschritt an. Manche gehackten Geräte können per Hack Magic aus der Ferne aktiviert werden. Visiere dazu gehackte Geräte an und drücke Mausrad. Du kannst Sensoren geschützte Rollladen, alles mit einer Hacking-Antenne hacken. Okay, nice. Sehr, sehr nice. Wir blockiert. Nice. Du kennst den Code. Verdammt, ich weiß nichts von einem Code. Hey, hallo! Was zum... Den Code, den hier, genau hier. Du kennst den Code. Hier... Ich hab wohl den Code vergessen. 743... 743... Na los, Muskelgedächtnis. Vielleicht sollte ich diesen Code suchen. Wer ne Idee? Cold! Hey, heiße ich Cold? Das muss er sein, oder? Wahrscheinlich, oh. Fühlt sich irgendwie fremd an. Okay, Cold. Suchen wir mal diesen Code. Lustiger Wortwitz. Welches Wasser? Schade, tiefes Wasser tötet. Am besten gehst du gar nicht erst schwimmen. Wow. Ah, kalt! Ah, ah, ah. Okay. Scheiße. Das ist sie. Ja, das klingt gar nicht gut. Yep. Jag mich ruhig hoch mit Dynamit. Am Tag und wir werden versuchen, dich aufzuhalten. Ich das Lied. Ich komme. Gegner ausschalten. Drücke bei entsprechenden Aufforderungen F, um einen nichtsahnenden Gegner Flux auszuschalten. Du kannst diese mit einer Schusswaffe oder den bloßen Händen tun, aber eins drücken, um deine Machete zu ziehen. In der Hocke bewegst du dich leiser, also drücke Control, um dich Gegner vorsichtig zu nähern. Nice Machete. Hat sie nicht mich vorhin mit der umgebracht? Jemand braucht gleich einen Verband. Ich halt mein Mac. Ja, du brauchst einen Verband. Wow, einfach verschwunden? Das war zu einfach. Ist nicht mein erstes Mal, oder? Ja. 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 Okay. Morgen sind sie wieder da. Fuck! Kann mich nicht erinnern. Okay, erstmal in die Richtung. Yo, nice Aussicht. Wo
Fokus. Drücke T, um Gegner mit einem Symbol zu markieren, das die Art von der von Ihnen verwendete Waffe anzeigt. Behalte markierte Gegner im Auge, um Ihre Patrouillenroute in Erfahrung zu bringen. Halte T gedrückt, um auf Gegner zu fokussieren und mehr über sie herauszufinden. Zum Beispiel die Vorgehensweise im Kampf, ihre Aufmerksamkeit und Hinweise zu eventuell mitgeführter Beute. Eternalisten mit besonderen mächtigen Ausrüstung verströmen sichtbar Kraft. Nutze Fokus, um mehr über sie zu erfahren. Standardmotor. Hat eine Pistole. Weiß nicht, was du da bist. Dass du da bist. Standardmontur. Warte drauf, was dass das passiert. Einfache Ausstattung. Vor ihnen umgebracht. Kurz verstecken, damit der dorthin geht. Der Typ dann nichts mitgekriegt hat. Jetzt im Ernst. Der Typ ist ja dümmer als keine Ahnung was. Fizzy Pop. Fizzy Pop. Nicht Fizzy Pop. Versuchen wir uns den da hier noch zu holen. Wenn er mich nicht gerade aufsieht. Ah, der Typ kann, glaube ich, Alarm schlagen. Hallo? Sind die Männer schon tot? Juliana, falls du es vergessen hast. Okay, pass auf. Keine Ahnung, was ich genau letzte Nacht gemacht habe. Aber könntest du... Was? Wie war das? Ich glaube, wir kennen uns. Das tun wir doch, oder? Ja, endlich! Du bist zurück. Also, was weißt du noch von mir? Alles etwas verschwommen. Was? Ich heiß Cold. Von mir. Du willst mich umbringen und ich kenne so einen scheiß Code. Oder auch nicht. Und dann ist da diese Loop-Sache. Du willst den Loop brechen, richtig? Gesundheitsschutz denke, um dich zu heilen. Schon. Halt aufgedrückt, also wenn du nicht bis dein Gesundheitsvollständig wiederhergestellt ist. Immer und okay. Immer wieder. Immer und immer brutaler. Bist du es tun? Okay, ich brech den scheiß Loop. Keine Ahnung, warum du sauer bist, aber sorry. Noch da? Das hast du noch nie gesagt. Wir haben gedatet. Geh einfach in die Bibliothek. Da ist was für dich. Bibliothek, okay. Und will ich sonst noch was? Keine Ahnung. Hier ist keine Bibliothek, Colt. Blockiert. Und in der Richtung? Auch nichts. Okay, dann müssen wir doch hier rein. Okay, bin in der Bibliothek. Was du auch tust, nicht den Hebel ziehen. Halt, was? Hallo? Fuck. Loop Nummer 1, keine Ahnung, mir egal. Na schön, ich zieh den scheiß Hebel. Heutige Vorhersagen, der Albtraum über seine Glücksjacke, murmelt scheiß Spießer, wenn er angepupst wird. Angestupst wird, oh mein Gott. Wacht mit Sand im Mund auf, versucht aus den Flaschen zu trinken, geht... Dreht sich um und schläft weiter, übergibt sich fast, sinkt
dieses lächerliche Seemannslied halluziniert, tötet Mikhail bei seinem Morgenpiss. Glaubt für einen Moment, ich sei seine Mutter. Lies das hier. Hey, Colt. Bin hier am Lesen. Den Hebel ziehen. Die hat mich, glaube ich, beobachtet, ne? Kann das sein? Oh, Scheiße! Was? Du fällst immer auf den gleichen Scheiß rein. Kannst du dich bitte nur einmal anstrengen, damit es interessant wird? Was ist das denn? Karnesin? Jetzt kommst du mir wieder so. Weißt du, normalerweise mache ich es dir leicht. Du undankbares Arschloch, aber... Die Tür ist da hinten. Auf Wiedersehen. Yep, gedatet. Warum tust du das? Was habe ich dir je getan? Du erinnerst dich nicht? Und der Code? Wie sieht's damit aus, ha? Ich kenne den Code nicht. Spring. Wir springen. Okay, dann mal los. Yippie! Willst du mich verarschen? Bist du... Hör zu! Ich? Du kennst den Code schon. Du hast ihn auf Black Reef geschrieben. Was soll das heißen, verdammt? Hallo? Bist du schon los? Was zum... Zieh mich hoch! Mann, bist du schwer! Die Black Reef-Karte. Du hast ihn auf die Postkarte geschrieben. Verstehst du? Okay. Was? Ich lass jetzt los. Stopp! Nein, warte! What the fuck? Nein! Oh. Au. Das war schmerzhaft. Und wir sind wieder zurück. Oh. Ja, hab mich selbst losgelassen. Was für eine verdrehte Welt ist das? Ah. Okay. Postkarte besorgen und vom Strand weg. Okay, wir brauchen die Postkarte. Gleich am Morgen. Gleiche verfickte Sendung. Brauche ich nicht. Magazin ist voll. Perfekt. Waffe funktioniert. Wieder dieses komische Ding mitnehmen. Persönliches Siegel. Keine Ahnung, was ich mit dem anfangen muss, aber ja. Die Postkarte. Scheiß doch einer die Wand an. Ab dann. Von Cole. Okay. Adresse, erster Stock. Dorsey Square, Abdam, 0167. Brechen wir ein paar Loops. Code, niemals. Niemals wirst du den Loop brechen. Das ist absolut unmöglich. Ich soll ihn brechen? Ich soll ihn nicht brechen. Was willst du von mir? Dass du nicht verkackst. Okay, der Morgen war schon ziemlich scheiße. Im Ernst, das war's. Mit dir, mit all dem. Das endet hier, heute. Wo willst du anfangen? In Abdam, natürlich. Hey, Fels. Morgen, Black Reef. Hier ist Juliana Blake mit einer wichtigen Durchsage. Ich habe gerade erfahren, dass Code... Sprengwandler. Der Strelak-Sprengwandler ist ein vielseitig einsetzbares Sprenggerät mit drei Konfigurationen: Granate, Annäherungsladung und Stolperdrahtmine. Drücke G, um eine Sprengladerladung auszurüsten und zwischen den Modi umzuschalten, oder halte G gedrückt, um einen dieser Modi auszuwählen. Granaten, drücke Mausrad, um eine Granate zu werfen, oder halte Mausrad gedrückt, um sie abzukochen. Und lass wieder los, um sie zu werfen. Annäherungsladen. Drücke... Mausrad, um eine Ladung zu werfen, oder ziele auf eine Oberfläche und drücke Mausrad, um sie zu platzieren. Stolperdrahtminen. Drücke Mausrad, um eine Mine als versteckte Falle anzubringen. Oh, Scheiße, ich brauche mehr Munition. Das perfekte Handwerkzeug.
Tafel. Warum steckt das in der... Wow, was zum... Wow, okay, soll das passieren? Oh, kalt und seltsam. Es ist direkt in den Arm reingewandert. Reaperize, dieses geheimnisvolle Metallstück scheint dir zu gehören. Die Tafel verleiht dir die Reaperize-Fähigkeit, die dich nach deinem Tod ins Leben zurückholt, allerdings nur zweimal. Stirbst du ein drittes Mal, endet dein aktueller Loop und du wachst am Morgen des nächsten Loops ohne die im vorgehenden Loop gesammelte Ausrüstung auf. Nach einer Rückkehr per Reaperize bist du einige Sekunden lang nahe unsichtbar. Nutze diese Gelegenheit, um dich in Sicherheit zu bringen. Die Anzahl deiner möglichen Reaperizen wird beim Wechsel der Distrikte zurückgesetzt. Okay. Okay. Dann los. Morgengrauen, du hast deine Knarre, ein paar Granaten und eine Adresse in Abdam. Jetzt hol dir deine Antworten. Das Spiel macht jetzt schon Bock. Und natürlich, die erste Folge ist wieder mal ein bisschen länger. Du hast überlebt. Okay. Das haben wir rausgeholt. Doppelsprung in der Luft, der Klassiker. Reduziert leicht den Rückstoß. Willkommen bei Deathloop. Hier ein paar Tipps für deinen Einstieg. Hinweise: Sammelt die Informationen, die du gefunden hast, und die Colt seinem Ziel näher bringen, den Loop zu brechen und von Black Reef zu entkommen. Schau dir bereits entdeckte Hinweise an, wähle das hier mit dem Cursor aus und drücke dann Enter. Dein aktueller Hinweis trägt den Namen Der längste Tag. Dieser und andere Hinweise in Deathloop geben dir Orientierung und lassen dich deinen Fortschritt verfolgen. Escape und den Missionsdetails zurückzukehren. Es ist gefährlich da draußen. Du solltest also dafür sorgen, stets die besten Waffen und Gegenstände mitzuführen. Wähle das hier mit dem Cursor aus, um deine Ausrüstung zu inspizieren, bevor du Black Reef weiter erkundest. Diese Plätze sind für Tafeln seltsame Objekte, die einem mächtige und ungewöhnliche Fähigkeiten verleihen. Aktuell besitzt du Reaperize, Colts persönliche Tafel, die ihm nach dem Sterben eine zweite und dritte Chance gibt. Okay. Töte Visionäre und schnapp dir ihre Tafeln. Hier rüstest du sie aus und verbesserst sie. Siegel sind kleine Objekte, die gewaltige Boni verleihen können. Einige bescheren deinen grundlegenden Fähigkeiten komplette neue Aspekte. Du hast bereits ein Siegel gefunden, weil er mit dem seinen Platz zum Ausrüsten aus. Wähle dieses Siegel aus zum Ausrüsten. Dieses kleine Metallteil lässt dich Doppelsprünge ausführen. Ist es ausgerüstet, dann drücke nach deinem Sprung ein zweites Mal Leertaste, um mitten in der Luft ganz cool einen zweiten Sprung hinzulegen. Drücke Escape, um Colts Ausrüstungsvariante zurückzukehren. Sobald du ein paar Waffen gesammelt hast, kannst du hier zwischen ihnen wählen. Viele Siegel modifizieren deine Waffen. Wähle mit deinem Cursor deine LIMP10 aus und drücke rechte Maustaste, um sie mit deinem Siegel zu modifizieren. Waffenhörerqualität können mehr Siegel nutzen, also halte die Augen danach offen. Wähle den Platz an deiner LIMP10. Wähle diese Siegel, um deine Knarre zu verpassen. Um es deiner Knarre zu verpassen, reduziert leicht den Rückstoß. Drücke dreimal Escape, um die Missionsauswahl zurückzukehren. Du hast dich bewaffnet und ausstaffiert und bereit, ein paar Loops zu brechen. Hoffentlich. Halte hier gedrückt, um dich nun nach Abdam aufzumachen. Aber ich hätte gesagt, 30 Minuten... reichen eigentlich für heute. Wir haben ein bisschen das Tutorial gesehen und so. Und gehen in der nächsten Folge weiter nach Abdam. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Deathloop wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Und ich hätte gesagt,
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Thank you.